Wer auf Kampenei am Fuss vom Marglkopf angekommen ist, der hat es geschafft. Der Kampenei-Berglauf ist im internationalen Laufkalender mehr als ein Keimtipp. Ja, der Streckenrekord hält der Neuseeländer. Dermal hat den Schott die starke Konkurrenz mit über 3 Minuten distanziert. 200 Läuferinnen und Läufer haben die 8,8 km lange Strecke mit einem höheren Unterschied von 1000 Metern angegangen. Was unten noch relativ sanft ansteigt, ist oben für meine Begriffe fast überhängend. Und genau dort, wo es streng geworden ist, hat die Sonne auch noch Gas gegeben. Alles in allem ein gelungener Lauf. International besetzt, aber lokal organisiert. Und ohne die Gehilfe, Männer und Frauen, ohne all die geht es eben nicht. Geführt von der Petra Sulze, der Rokenchefin hier rechts, die sich eher lieber im Hintergrund hält, aber doch sehr wichtig ist eben für das Gelingen von dem internationalen Berglauf. Und das ist die Strecke. Unten angefangen beim Start, beim Schulz Unterdorf, stelle ich rechts unten, das gesehen, denn oben habe ich schon gesagt, 8,8 Kilometer Ziel, Kampernei. Dann haben wir auch gefilmt beim Schwendiweg, das ist der erste wirklich harte Aufstieg, ganz am Schluss natürlich. Dann nach 2 Kilometern der erste kleinere Anstieg, wo das Feld auch ein bisschen auseinandergegangen ist. Und dann das Ziel Jugend nach 5,8 Kilometern auf der Schure. Und dort haben wir den langjährigen Speaker, der über Schuhmacher getroffen, der ist vorher immer auf Kampernei gewesen. Ja, ist das Jahr zuerst mal, weil alle Läufe am Sonntag sind, geht es zeitlich nur auf, wenn ich auf Kampernei gehe. Darum bin ich jetzt zuerst mal im Kinderziel. Was sind das, 6 Kilometer hier? Ja, ein bisschen über 5. Schönes Wetter, gell? Gerade richtig. Bis jetzt ideal, ja. Meinst du, kommt noch Gewitterli? Das ist gleich, aber wenn die Sonne dann kommt, dann wird es dann heiss. Eben, und du bist ja eine richtige Maschine, gell? Du hast da zwar einmal Notizen, aber woher hast denn du deine Kenntnis immer? Jedes Mal ein kommt, weißt du nichts dazu? Ja. Ich schaue halt und mich informieren und dann sollte es schon funktionieren. Ich muss ja ein bisschen erzählen können. Jetzt gibt es sogar Jahrgang 47, der Franz Limachler durchsegelt. Ist der nicht fast ein bisschen gefährlich? Es gibt noch viele Ältere, Hoi. Die über 80 sind, die derge Läufe machen. Aha, das ist eine Frage vom Training? Ja, sicher und von der Einstellung, ja. Wer erwartest du da zuerst jetzt bei diesem Jugendziel? Keine Ahnung, ich muss dann schauen. Meistens ist der Danny Fetsch voraus, gell? Wir sehen es dann. Du bist neutral, he? Ja, gut. Sicher. Und jetzt ist du noch gestattet worden. Hast du Verbindung? Nein, aber wir können mit dem Feldstecher schauen. Sie sind Punkt um 9 gestartet. Super, dann müssen wir jetzt auf Weg, he? Ja. Abgefahren und haben festgestellt, ein riesiges Interesse. Auch kurz vor dem Schorenziel ein Haufen mit dem Shuttlebus raufgefahren, abgeschaut. Und von der Höhe aus sieht man schon. Siehst du es schon? Nein. Wo siehst du? Dort hat sie ja sicher gesehen. Siehst du? Ah, ja. Feldstecher nicht dabei? Nein. Zum auch. Aha. Also zum auch geht, auch wenn man gut geschaut hat. Ein Haufen sind mit dem Velo hochgefahren, gefähnet ist worden. Hier auf der Strasse sind das die Wechselzone von diesen Stafetten-Team. Und dann eben die Fähnerei wirklich sehr herzlich am Morgen hochgefahren mit der Kreide, noch gefähnet und immer runtergeschaut, können sie langsam. Die einen mit dem Velo unterwegs, zu Fuß, mit dem Kinderwagen. Ein unglaubliches Zuschauerinteresse. Und dann sind wir unten gewesen bei Kilometer 2, bei der ersten Steigung, die ein kleines bisschen schon ein bisschen distanziert hat. Jetzt muss ich schauen, wer ist da voran, das dürfte der Matteo Zech sein von Gams. Hinterher ist der Jonas Freund von Filters. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, das erste Mädchen, Salome Haldimann von Niederutzwil, gefolgt dann von Fabian Breitschmidt von Grabs. Dann glaubt Alessandro Cina Gossetti vom Skiclub Grabser Berg. Und wenn wir alles drückt, dann der Jeremy Lehnherr vom Skiclub Grabs. Und dann durch seine Lippe unter Lasti Girl auch von Grabs. Ja, ein Haufen sind am Antreten. Wirklich unglaublich, wie die das geschafft haben, eben die 5,8 Kilometer hier mit 425 Höhenmeter das zu schaffen, auf zum Ziel Schuren. Und ich denke mir, es wäre noch interessant, um einfach mal alle abzulesen, die hier gestartet sind. Ich fange noch mal einfach an und sage mal zuerst die Frauen oder die Mädchen. Salome Haldimann von Niederutzwil, das ist eine von wenigen Auswertungen, weil bei der Jugend, da hat es im Vergleich zum internationalen Berglauf wirklich sehr, sehr viel Einheimische. Dritte Nagi von Werderberg, Skiclub Grabserberg. Zara Breitschmidt, Grabs, FC Grabs. Chiara Fetsch von Grabs. Dann Ursina Lippuner von der Lasti Girls, Grabs. Salome Peter von Grabs. Daria Grosniklaus, Grabs, Delta Running Team. Clarissa Ruetz von Grabs. Freya Cirki von Grabs. Lia Fetsch von Grabs. Ursina Müller von Grabs vom Lauftreff Buchs. Dann Marion Schöneberger von Saletz. Corinne Eckenberger von Grabs. Und
Tante bei Nadine auch von Grabs. Jetzt kommen wir zu den Bursten. Alessandro Cino Gossetti, den haben wir schon mal erwähnt. Das war mit dem dunklen Liebling vom Skiclub Grabserberg. Dann Manuel Tischhauser vom Judo-Club Bux. Der Jeremy Lehner, Skiclub Grabs. Felix Leser, Skiclub Grabs. Levin Gassenzer, FC Grabs. Ursin Sulzer, Skiclub Grabs. Fadri Salutz, Grabs. Dominik Gebelein, Gams Delta Running Team. Dann Liam Koos, hoffe ich sage es richtig, Werderberg Ski Club Grabs. Dann Samuel Tischhauser, Judo Club Bux, aber natürlich wohnhaft in Grabs. Dann Trion Kobold Grabserberg, Marius Ammann Grabs. Vitus Kobold Grabserberg. Dann noch Jonas Freund von Filters, auch schon erwähnt. Fabian Breitschmid, auch schon erwähnt. Auch von Grabs übrigens. Matteo Zeich von Gams, auch schon erwähnt. Und eben der Manuel Lehner von Gams. Insgesamt 31 Teilnehmer. Und ich habe dann festgestellt, der Deni Fetsch, den man natürlich eben erwartet hat, dass er vorne wieder läuft, wirklich sehr, sehr gut ist, ja, der ist aus Verletzungsgründen gerne nicht angetreten. Ja, und das ist eben der Lauf natürlich auf in die Schuhe mit der Jugend, die wirklich unglaubliche Leistung verbringt. An dem Sonntag, wo es hier noch relativ kühl war, hier, übrigens jetzt bei Kilometer 2, wo dann aber bei den Erwachsenen auf einmal dann die Sonne eben eine halbe Stunde später richtig Gas gegeben hat. Ihr seht ja schon, bei Kilometer 2 geht das schon ein bisschen, aber anders ist es auch sehr steil. Also gerade unmittelbar vor der Steigung, wo wir hier jetzt sind, geht schon zuerst ein kleines bisschen in die Waden, auch in die Oberschenkel. Es ist dort ziemlich steil, aber es ist auch wichtig, dass man am Anfang eben das auch richtig einteilt. Das Ankommen ist ja ohnehin einfach viel, viel wichtiger. Und ich denke mir, ja, das geziemt sich einfach, dass man das jetzt hier mal abwartet und eben zeigt, wer da alles der Weg unter die Füße genommen hat. Immer angespannt von unglaublich vielen Leuten, die über den Weg gesäumt haben und gefähnet haben. Also wirklich, es hat sich auf jeden Fall gezeigt, dass hier in der Region ein grosser Nachwuchs ist, eben an Bergläuferinnen und Bergläufer, die sich eben nicht scheuchen, so eine lange Strecke unter die Beine zu nehmen. Wir haben gewartet, ungefähr einen Kilometer vor dem Schurenziel, also vor dem Jugendziel. Hier haben der Jonas Freund von Filters, das ist der Grösse, der vorne mit dem Fabian Breitschmid von Grabs kämpft, eben um einen Schlussspurt. Ich habe das Gefühl, ich habe den Kleinen, der packt es. Also, ja, der Deni Fetsch ist ja auch ganz ein Kleiner, aber es drückt natürlich. Gell? Also, die letzten paar Meter sind etwa mal dann die entscheidenden. Man wird auch angespornt, überall ist gefähnet worden. Es war auf jeden Fall wirklich sehr, sehr eine gute Stimmung gewesen, auch eine kameradschaftliche unter den Läufern. Die 3,48 ist es, Jonas Freund, Filters. Hopp, 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 hopp. Dahinter die 31, Fabian Breitschmid, Grabs. Hopp, 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 hopp. Hey, super. Bravo. Dann kommt die 3,66, Gino Alessandro Gossetti aus Grabs. Gut gemacht. Hopp, 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 hopp. Mit der 280, hey, ein Mädchen, Ursina Lippumer, Grabs. Jetzt wird noch gespurtet, nachdem man vorhin ein bisschen spaziert ist. Das erste Mädchen, die 280, Ursina Lippumer. Bravo! Super! Bestzeit bei den Mädchen von der Ursina Lippuner. Und das eben Salome Haldimann von Niederutzwil. Sie hat die zweitbeste Zeit gemacht und dann ist bereits über die dritte angekommen vom Werderberg. Ich glaube, die drittbeste Zeit bei den Mädchen gemacht. Es hat verschiedene Kategorien gegeben. Ist noch ein bisschen kompliziert mit diesen Kategorien, aber könnt ihr im Internet nachschauen unter Kampenei Berglauf. Der Rübi hat auf jeden Fall alles mit Feldstecher geschaut und unglaublich, wie er das immer kann hier speakern. Unglaublich und wirklich eindrücklich auch, wie man sich eben um die Jugendlichen hier bemüht hat. Sie haben wirklich natürlich alles gegeben. Etwas zum Trinken, dann Lauf weiter. Also verschiedene Tipps sind gegeben worden und ihr seht hier, sie haben wirklich alles gegeben. Und das ist auch wirklich eine Top-Leistung von dieser Jugend. Und dann sind wir zurückgegangen zu den Erwachsenen. Wieder Kilometer 2 und ihr seht hier schon nach der ersten Steigung der Schotte, der Robbie Simpson, weit voraus, annähernd schon 500 Meter vor der Konkurrenz. Es hat sich abzeichnet, dass wenn der das durchhält, dass der hier eine Top-Zeit läuft. 45er Zeit, 3 Minuten schneller als der Zweitplatzierte, allerdings in der ewigen Rangliste würde es unter die ersten 5 nicht langen. Was zeigt, was hier für Läufer schon bereits angetreten sind? Ja, was soll ich dazu sagen? Überall
auch in diesen Bildern zuerst bei Kilometer 2, nachher dann beim Aufstieg vom Schwendiweg. Oh,
die 423. Niki Lippuner aus Graps. Die 351. Oh, Chili! Du bist nicht auf der Startliste. Einfaches Lauf als Vereinspräsident oder schwieriger? Hey, super. Eben, hä? Du hast einen Sportanlass zu Grapsen, dann denkt man, sollte man da schon mitmachen. Aber ein Hurenkrampf. Nein, schön. Ein Haufen Leute an der Strecke. Eine super Sache. Ja, wo der Niki da das gesagt hat, da ist der da, wo da hinter dem Auto herkommt. Eben, der Schotte, der Robbie Simpson, der war bereits da oben. Der war wirklich weit voraus. Der ist jetzt kurz vor Aufstieg Schwendiweg. Ich schätze kurz vor Kilometer 6 ungefähr. Ja, und schon ein riesiger Abstand. So, und jetzt der Reihe noch, einfach was da so passiert ist. Verfolger, dann der Krampf an dem Schwendiweg. Diese und jene Fragen, für die ihr überhaupt noch reden könnt. Ich kann euch nur eins sagen, es geht steil rauf. Und wenn ihr es nicht glaubt, geht selber mal rauf. So also richtig anfangen tut es erst dort, wo man dann mit dem Velo schon recht stampfen muss, auch wenn man ein E-Bike hat. Also beim Schwendiweg weg, dort fängt es an, streng werden. Eindrücklich, wie die Leute hier mitgehalten haben und wie sie mitgemacht haben. Ein Hurenkampf, gell? Jedes Jahr ein streng. Velo wäre besser, gell? Ja. 20 Minuten. Halbstunde, ja. Henner kennt der Patrick Fetsch, Velorennfahrer, absoluter Top-Sportler, vieles gewonnen und immer nach wie vor natürlich sportlich noch top unterwegs. Und da sehen wir in diesem Aufstieg, der wirklich sehr, sehr steil ist, da geht es jetzt eben ums Lettung. Aber ich hatte das Gefühl, also die Leute haben Freude, die haben das Metall einfach drauf, die machen das gern. Und hin und wieder habe ich gemerkt, die haben auch einen Blick für die Natur, für die Schönheit, einen Ausblick nach oben, einen Blick auf eben die Magerwiese, wirklich ein absoluter Top-Event. Ja, überlasse ich wieder diese Bilder hier am Schwendiweg und nachher dann beim Zielilauf auf Kampernei. 20 Minuten? Halb Stunde? Ja, 17. Hä, schon? So lange sind wir unterwegs. Aber ein hoher Krampf ist schon, komm, gell? Schneller, komm, hinten komm. Noch, komm. Hey, du bist ja der Chef, hey. Nummer. Nimmer. Aber hoher, aber die Zeit ist gut, gell? Ja. Aber ein hoher Krampf ist schon, hä? Schön ist es da. Komm, hör auf. Ja, sicher. Merkst du es ja selber, wie schön ist da. Ja, Krampf, Krampf. Ein hoher Krampf, gell? Ja, sag nicht. Wie lange hast du noch? Ich hab schon noch ein bisschen. Das drückt gut total. Ja. Und da oben, gell? Das ist. Das ist wunderschön für die Zuschauer, gigantisch. Gell? Gigantisch. Also, du geniessest das jetzt noch ein bisschen? Ich geniesse es, ja. Super.
mag nicht. Mag nicht, Christian. Ich mag nicht. Aber ein Hurenkrampf, gell? Weiss ich, dass du nicht machst. Nein, ich mag nicht. Nur dumm schnurren. Musst du mal trainieren? Nein, eben. Wie du wohnst. Ja. Aber gesundheitlich geht's, hast du so? Ja, ja. Hä? Kennst du mich doch? Aber ein Hurenkrampf ist es, gibst du? Nein, schön. Komm jetzt! Richtig schön. Okay, gut. Wahnsinn! Werden Sie gerne eine Hure Hitz, du? Wie viel Mal bist du da? Merken Sie noch? Ja, natürlich! Ist doch lässig, oder? Wir sind mobil unterwegs, hä? Ja, ja. Wir haben keine Motorhöhle, wir kommen zu Fuß. Fähne, für wer? Für Oli, der eine und die Ursina ist schon gesprungen. Was? Das ist ein Tier, das war streng, gell? Ein bisschen warm, aber sonst ist es gegangen. So, jetzt! Hopp, Dicky! Hopp, 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 hopp! Ali. Wir reden jetzt um, hast du mir schon 5 Minuten verloren, gell? Ja, ein kleines Interview schatten heute. Eben, gell? Nein, auf jeden Fall muss ich sagen, nebst dem Hurenkampf ein Siegeszug, gell? Der Applaus, den du überkommst. Ja, das ist herrlich. Ja, fantastisch. Ja, aber jetzt fängt es an zu sein, Ricky. Oh, 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 oh. Ja, jetzt wird es stutzig. Wow, du, Igor Rettur. Viel Vergnügen. Ciao! Du bist ja schon zum wiederholten Mal da oben, gell? 30 Mal. 30 Mal, hä? 33. 32. Wahnsinn, hä? Gesundheitlich kein Problem jetzt so für dich. Trainierst du noch viel, oder? Auch nicht. Heiliger Stroh, sag mal, oder? Dann wünschst du alles Gute, gell? Ja. Ja, Besenwagen, hä? Ja, ist streng heute, ja, ist warm. Unglaublich, hä? Aber sensationell Teilnehmer heute, sehr viel, Langsfeld und macht richtig Spass. Aber ja, bin froh, habe ich noch ein bisschen Akku. 500 Watt, 1000 Watt, 750? Ja, 600 lange momentan für heute. Du, hast du heute gerade 120 Kilo oder heute ein bisschen drunter? Nein, gerade 119,9. Ich habe gerade zum Morgen gegessen. Gut, also. Und jetzt bleibst du da vor dem schönen Weg. Jetzt hauen wir es auf hier. Okay, ja, kann man immer sehen. Also gut, und Turbo und ciao. Danke. Und ab und weg und auf Richtung Kampernei. Wir natürlich sind auch oben auf Kampernei, haben dort den Einlauf gefilmt. Allerdings zu dieser Zeit ist der erste natürlich schon längst eingetroffen. Yeah, Robbie Simpson, der Shot ist wirklich mehr als drei Minuten vor dem zweiten überhaupt gekommen. Ich sage es nochmal, in der Top 5 von der ewigen Rangliste wäre trotzdem nicht rein. Eine riesige Leistung von ihm und natürlich von allen anderen auch. Zwei, drei so Zieleläufe zeigen wir euch. Vielleicht auch zum euch lustig machen, vielleicht auch mal drauf zu gehen, Kampernei, und eben zu schauen, wie es eben ist, wenn da die Läuferinnen und Läufer auf dieser letzten Strecke hier noch topfit eintreffen. Lea, hopp, 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 hopp. Ja, hopp, 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 hopp. Ja, hopp, Alex, hopp, 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 hopp. Hopp, hopp, Franz, hopp, Franz, hopp, Franz, hopp, 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 hopp. Bin ich nicht letzt? Nein, nein! Und mit dem Niki Lippuner, dem Gemeindepräsidenten von Graz, schliessen wir jetzt diese Sequenz hier am Berg auf Kampernei. Super, Niki! Hopp, Niki! Hopp, 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 hopp!
Aber der Applaus, der haben wir ihn mitnehmen, um zu zeigen, was für eine Begeisterung das da ist. Für die Bergläuferinnen, für die Bergläufer. Und jetzt aber zu den Kitzläufen und zu Jenny Düssel. Ja, jetzt ist schon wieder du. Bist du gegangen? Ich bin hochgekommen und es war sehr schön, aber streng wie verrückt. Yeah. Also schon besser machen wir hier bei Mini Mikro-Aktien, gell? Ja, einiges, ja. Ja, wer später eben mal auf Campenei auflaufen will, der muss eben früher anfangen. Und darum gehört eben zu dem Campenei-Berglauf eben auch der Event für die Kleinen, die Kidsläufe, Mikro, Mini und Maxi, Mädchen, Buben getrennt in unterschiedlichen Stricken, wird hier um Schulen rumgelaufen, applaudiert und Begeisterung pur zeigt. Sind wir noch ein bisschen Fähne, hä? Ja, sicher. Sie muss man. Mitspringen, kein Thema. Nein. Was meinst du? Gibt ja nichts für die ganz Alten. Ihr wärt bereit, he? Ja. Wir sehen, wo es jetzt sind, um zwei. Und der kommt nachher um 10:50. Ja. Du wärst auch bereit, gell? Ich bin immer bereit. Eine hohe Länge geht da, he? Extrem, ja. Wir sind schon als Fotograf auf der Schneuz, bis die mal anfangen, he? Genau. Leonie Lippuner Graps, die 17 Dina Boni Box, die 117 ist hier Amelia Vögel Graps Berg und unter anderem die 20 Nuria Cereso Box, die 54 ist gekommen Emil Hofmann Gams, die 32 Lavinia Fürst aus Box, die 4 ist hier Dana Attenhofer Box. Dana Reubin. Raps. Mit Wülfing Graps, die 101 und 3.
Loris Probst knapst. Vorne Adisa. Jawohl, voll nicht kaputt. Voll nicht kaputt hat er gefühlt. Geht nichts über den Gläserstand, gell? Schön kühl. Ja, schön kühl, Gläserstand. Jetzt geht's auf die zweite Runde. Die 114 Rangel Hafner Graps. Und weiter hinten ist 35 Bianca Bebelein Gams. 141 ist hier Diana Geitsch, Fuchs. Zufrieden gsi? Ja, sie. 113 ist vorbei. 84, Lia Sen, Rubikon. Adriana Rittoner, Graps. Valentin Gantenbein, Graps. Dann kommt die 29, Julian Frenner, Seefalotten. An die 256 oder 250 Vitus Kobel, Grabse Werken und 24. Kofi Larvi. Die 284 Arno Kuster Graps. An die 307 Kai Ruetz Graps. Und nach diesen geschlechtergetrennten Mikro- und Mini-Kitzläufen jetzt der Geschlechter durchmischte Maxi-Lauf, wo man viermal im Schulsum hat müssen, gab er 1200 Meter, also doch schon recht eine grosse Anstrengung. Es war auch relativ heiss gewesen hier am Nachmittag. Und siehe da, eine, die mitgesprungen ist, die ist am Morgen schon gesprungen. Durch seine Lippuner am Morgen schnellste Mädchen, eben beim Jugendlauf. Am schnellsten ankommen auf dem Schurenziel oben als Mädchen. Und hat mich natürlich dann interessiert, wie kommt denn das? Und der Grossvater, der letzte Dresen, zugeschaut und mich jetzt interessiert, wie kommt denn das, dass die so gottvergessen schnell ist? Woher hat denn die das? Hä? Ja, ich bin eben am vollen Handwerken und die sind noch länger besser geworden. Ja, aber besser wird man natürlich nur gerade, wenn man eben auch gemerkt, dass eine Begeisterung da ist. Der Laufsport in Graps und überhaupt im Werderberg hat wirklich ganz eine riesige Lobby, eine riesige Begeisterung. Das hat sich an dem Gampernei-Berglauf auf einen Berg auf einen Fuss von Marco Kopf gezeigt, aber auch bei diesen Kitzläufen. Und ich denke mir, diese Kitzläufe, die garantieren auch den Fortbestand von dem Berglauf, vor allem der Fortbestand, insofern, dass eben auch regionale Grössen dann vielleicht einmal irgendwann in diesen Rekordlisten auf Kampenei anzutreffen sind. Ja, und wenn es so interessiert, was da also rausgekommen ist bezüglich Ranglisten, dann könnt ihr am besten einfach gerade mal schauen. Der 34. internationale Kampenei-Berglauf, der gehört der Vergangenheit an. Aber ganz sicher gibt es eine nächste Auflage. Und wenn es so interessiert, wer wo was gemacht hat, die Rangliste, dann gehen wir einfach auf die Internetseite. Da steht alles genau drin.